Und ein freundliches Salut wünsche ich euch zu einer neuen Folge von Borderlands 2. Ja, mit dabei ist der Onkel, das Monster. Yeah! Servus! Arg! Der richtige Psychopath, der Psycho Ivano. Yeah, hallo! Oh, Entschuldigung. Und natürlich das hübsche Ding in unserer Runde, was immer hinhalten muss. Oh la la. Jo, hallo Leute. So. Ey, Gavax. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt da vorne bei dir Stroh? Oh. Warum hat der Onkel da seine Hose aus? Dann würde ich mal sagen, let's go, ne? Was redet ihr denn da? Ach, das ist ein Insider. Kennst du nicht den alten Pornofilm aus Deutschland? Wo der, das war der erste, den ich mal so gesehen habe, wo der war richtig groß verarscht. Ja, aber ich erzähl du das mal besser. Was? Ich das denn? Ja, kann du. Scheiße. Ich dachte, ich komme aus der Nummer nochmal raus. Sachsen, erzähl uns später darüber. Nicht also Feinde. Kollege. Oh, rechts von uns. Er sagte noch, nicht schießen. Ja, ich hatte vorher schon drauf geschossen, von daher wusste ich so leider. Ja, ja. Wow, Alter, Alter, du dreckiges Stück Elend. Ich komm auch raus, groß raus. Eine Million Mäuse? Okay, Jungs. Flint. Flint. Das ist wirklich Flint. Wir sammeln mal ein bisschen Flint. Flint Eastwood, Flint. Genau. So. Ich brauche einen Sniper, Leute, ganz dringend. Ich bin dabei. Du bist ja, ein Sniper. Können wir hier einfach runterspringen, ja, ne? Oh. Ja, du bist hier kein Fallschein. Ach, da hinten. Wie konnte ich mich denn eigentlich heilen? Könnt ihr mir das vielleicht verraten? Ja, einfach über Heilpraktikanten drüber laufen. Ja, aber ich konnte es auch irgendwie ohne das zu tun. Ohne? Oh, da leuchtet irgendwas. Claptrap. Wow. Sag, Kammerjäger, könntest du. Toll, ich kann auch über die Mauer drüber. Guck mal, ich bin hinterm Tor. So. Da brauchst du Claptrap gar nicht für. Nee. Junge, du bist überflüssig, du Mülleimer. Ah, heißt ja auch Trap. Claptrap. Ja, die könnten den auch R2D2 nennen. Haben sie eigentlich ducken? Ah ja, tatsächlich. Ach, man muss gedrückt halten. Ich bin Psychopath, ich duck mich haben nicht. Sie auch hinlegen? Boah, die Waffe ist der übelste Hammer, aim, ey. Ich brauch eine andere Waffe, ich. That aim, oh fuck, da kommen wieder hier so andere Viecher. Oh, ich hab einen Sniper im Inventar, das ist ja herzlich willkommen, ey. Das ist ja herzlich willkommen. So, jetzt. Aua! Also das, diese komischen Gewehre sind ganz schön unpräzise, ne? Alter, du dreckiges Stück Elend, ey. So. Ja, hier läuft einer mittendrin. Boah. Meine Lebensenergie ist aber auch nicht mehr gerade die bunte vom Weihnachtsmann, ey. Was? Lecker. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch! Ey, sei nicht so böse. Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Hä? Wo ist er denn? Da kommen ein paar Viecher. Achtung. Kein Problem, ich bin bei dir. Ja, lass mich wieder rennen. Kann man das irgendwie verhindern, dass die so übelst verziehen, die Waffen? Ging halt. Ja, winzig. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Deswegen die Mausempfindlichkeit. Nee, hey, bei MG, SMG ist das normal. Okay. Boah, scheiße! Das wäre tot. Ups, ah, nee, nicht tot, sondern wir müssen dich glauben. Aua! So, ich hab da noch Kampf, was überleben. Ja, du musst dann das Vieh. Du musst dann Vieh töten, dann bist du wieder am Leben. Hat aber. Live. Alter, mega geil. Jetzt bin ich wieder da. Neue Stärke! Auch dieses Nachladen hier ist dort so ewig. Mhm. Warum laufst du eigentlich dahin noch? Geht nicht klar. Boah, auf jeden Fall. Oh, ich hab Level. Nächstes Level. 3 bin ich. Was kann man eigentlich mit den Leveln anfangen? Irgendwas skillen also, wahrscheinlich. Ja, du kannst skillen. Ganz ruhig, lass uns mal zusammenstellen und leveln hier bitte. Okay. Ich glaube, ab Level 5 kann man die Skillpunkte setzen, wenn ich boah, ab Level 10. Und da sollte man echt überlegen, also was man macht. Ich werde auf jeden Fall auf Crit gehen und auf only Sniper und Stealth Sachen. Rivano, du bist ja hier der Psycho in dieser Runde. Ja. Du solltest eher auf Health, also auf Energie
und Damage gehen. ja, okay. Gabax, keine Ahnung. super. Und, ich auch Hauptsache, nicht. Hauptsache, du bist da, Gabax. ja. Also ich habe hier Chaos auf Bestellung, bisschen viel Ärger und ewig beste Freunde. Ich kann damit nichts anfangen. ja, da muss man sich halt durchlesen. Aber wir müssen ja zu diesem Gott Typen da. Gottes Willen, ja. Ach ja, und Gabax, weil du Probleme hast mit dem Ziel, ne? Weil die immer so ausschlägt, die Waffe, ne? Ja. Einfach besser zielen. ja. Achso. Oh. Oi. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Kammerlock. Kammerlock. Halt die Fresse. Stets zu Diensten. Er hat Ähnlichkeit mit dir, Onkel. Oh, das ist so ein Usurp-Kammerlock. Was denn? Das du sollst die Fresse einfach halten. Der hat da nur den Namen gesagt. Was ist eigentlich das da oben am Planeten, diese komische Station? Komm mal dahin. Ahnung, ich hoffe. Sieht cool aus. Was wollte ich jetzt sagen? Also Satschen, also es tut mir leid, aber du bist auch in diesem Part wieder. Du bist irgendwie ziemlich leise, muss ich sagen. Findest du? Geht's aber, was ist denn jetzt los? jetzt schreit er, jetzt ist er wütend. Nee, ganz normal. So, jetzt kann ich denn lass es spielen mit dem hier verbinden und. Also ich kann mir diese ganzen Skillpunkte gerade irgendwie nicht anfangen. Nee, wir haben ja noch gar nichts. Erst ab 5, ne? Das arme Vieh. Planreaktion, maximale Gesundheit. Okay, das scheint hier tankmäßig zu sein, Tanky. Schildladeverzögerung, na gut, das will ich ja nicht. Das scheint hier mehr Multikill, bla bla bla. Sorry. Komm, mecker jetzt mal, wenn wir meckern, sauber mal. Also, jetzt geht er los. In der Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich Geld sein können. Geld? Also Gabax, falls du nicht gleich wissen solltest, wie man skillt oder sowas. Selbst schuld! Bandit, der wird das erklären. Ach guck mal, hier kann man Waffen kaufen und verkaufen. So. Ach, hat jemand ein Maschinengewehr dabei? Ja. Was er mir geben kann? Weil ich hab so eine übelste. Nein. Ja, kann ich dir geben. Ich habe aber noch was anderes. Ich habe auch eine Sniper-Pumpgun. Nee, die will ich nicht haben. Ich will MGs haben. Das ist doch nicht so. Uzi kann ich dir anbieten. Ich habe hier, glaube ich, doch eine Uzi. Nee, so eine richtig geile Uzi. Nein, ich ein MG. Oder irgendwas. Gabax, hier gibt's eine Gearbox-Rifle. Ja, warte, wo kann ich? Ja, ich geb dir da was. Komm mal her. Da stand doch gerade tauschen. Komm mal her. Ich will aber keine scheiß Uzi haben. Du kriegst MG, du kleines Stück Elend. Komm jetzt her. Ja, guck, wie klein er ist. Freundlicher zu Onkel. Ich bin freundlich. Das holt er uns hier noch. So, Anfrage übermittelt. So, jetzt was möchte gibt's ich da jetzt? Das geben hier. Genau, da rein. Reife? Nee, die will ich nicht. Oh. Ja, die ist schlechter als meine. Hat ein bisschen mehr Schaden, aber. Ist das jetzt im Menü? Nö. Genauigkeit, Feuer. Noch weniger Genauigkeit. Dann muss ich das rüberziehen. Entschuldigung. So, jetzt ist er drin. So, und was krieg ich? Nix. Okay, mach fertig. Gibt es hier auch Schild, so wie im ersten Teil? Ja, hier gibt es alles und man sollte sich überlegen, wer auf Toxic geht. Lass den Scheiß stecken. Flammen geht, also Feuer, also Toxic, Flamme, Blitz und was gibt's noch? Weiß ich jetzt gerade nicht, wer halt darauf gehen wird. Also ich sehe hier gerade Chaos auf Bestellung. Danke. Das sieht mir eher aus wie der Damage-Dealer. Hier 20%, 25% Feuerrate, Treffsicherheit, schnelleres Nachladen, bla bla bla. Ich glaube, den nehme ich dann hier. Schusswaffenschaden pro Pack. Was haben wir denn hier für Waffen? Das scheint hier sinnvoll zu sein. Der hat hier auch noch schwachsinnige Waffen. Nahkampfschaden? Oh Gott. Elektroschaden, aha. Der hat nur Pistolen, ne? Ja. Was gut, ist denn wollen wir jetzt Anarchie-Pack? Weitergehen? Na, die will ich verkaufen, ja. Die ist cool. Die will ich. Ich habe eine Frage. Achso, ja. Kann man in zwei Bäumen skillen? Also, oder in allen dreien verschieden? Oder? Ja, ja aber ja. Das ist nicht so. Ja, gut. Die hat hier. Oh, ich glaube, ich nehme die Pistole ja mit. So, wo ist mein Inventar? Habe ich denn so viel? Oh, hatte ich. Cool. Jetzt weiß ich nicht, Gabax, du brauchst eine Rifle, ne? Also ich gehe auf SMG und
Gewehr. Also ich gehe halt auf MG und schwere Waffen halt, ne? Also, weil ich, also ich weiß jetzt gut. Nicht, ich muss gerade mal schauen, wie der Unterschied hier ist. Es gibt ja einmal irgendwie... Ich bin ja mal einmal normale Gewehre und SMG. Ja, öffne mal das Tauschmenü, dann gebe ich dir das. Welches Tauschmenü? X. Hier seid ihr von uns zugehört. Wenn ihr V drückt, ne, macht ihr Nahkampf, ne, nur falls ihr das noch nicht wisst. Hast du bloß mittlere Maustaste? Ach nee, die habe ich so eingestellt. Ich habe eine bessere. Ehrlich? Ja. Okay. Ja, liebe Freunde, und wollen wir loslegen? Ja, ja. Moment, also geh auf jeden Fall auf SMG und solche, Rifle. Hier sind noch mehr solche Kästen. Kann ja insgesamt, glaube ich, 4 Waffen haben, ne? Ja, hier sind noch mehr solche Kästen, aber die gehen alle nicht. Okay, die müssen wir alle drücken, oder was? Die gehen nicht. Auch nicht. Auf Power warten steht da. Ach hier, da möchte ich gerne eine Mission für uns, hat er für uns, ja. Mhm. Bist du ja. Oh. Kann ich drücken? Ach, da bist du ja. Okay. Ja, da steht was. Liersberg. Rette Liersberg und triff dich mit Sir Hammerlock. Was? Claptrap? Hab ich doch schon. Ich lese doch gerade. Ich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Machen wir doch mal glatt. Wenn Flint jeden in Liersberg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bullymongs dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner. Beste Handlanger aller Zeiten. Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Kein Problem. Die Ziele auf deinem Hut gehören zu deiner aktiven Mission. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionsflug auf deinem Echo-Gerät ändern. Nicht viel Erfahrung mit Söldnern. Okay. Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ach, hier hinten war das Ding, warte mal. Hier hinten kannst du dich noch ein bisschen umgestalten, an der Maschine hier. Eine Maschine? Hier hinten ist eine Maschine, da kannst du dich... Da hinten? Also kannst du Farbe ändern und so, ne? Laufen, Kammerjäger! Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen! Jack Boom Boom! Bezahlen und ich spiele Häschen, hüpf auf deinem Brust. Den Kopf kann man ändern. Ach, ist ja geil. Hm. Cool. Und dadurch, dass ich irgendwelche komischen Köpfe gekriegt habe durch irgendwas... Ich soll hier einen Hebel ziehen, soll ich mal machen? Nein, warte mal bitte. Ja, geil. Wir sind noch am Skin machen, gerade. Ja. So. Ah, da kann man Skins machen? Sieht lustig aus hier. Ansonsten könnten ja auch mal die Zuschauer sagen, was für Köpfe wir nehmen sollen. Ich würde ja gerne den El Diablo nehmen, aber... Leider kostet er Geld. Habe ich jetzt einen neuen Kopf? Guck mal bitte. Oh. Ach so, shit, tatsächlich, kostet Geld. Meine Güte. Krähenschwarm. Geht das nicht? Ey, ich komme nicht mehr weg, weil Skins habe ich aber ganz schön viele hier. Was ist denn da los? Öffnen. Name kann man ändern in Onkel. Ja, ich habe meinen auch schon umbenannt. Leute, bewegt euch. Warum denn? Er kommt nicht raus. Ja, ist der Wahnsinn. Oh, tete. Ah, jetzt. Kannst du auch Skillpunkte zurücksetzen? Über euch drüber gejumpt. Ich suche noch mal ein bisschen zu töten hier. Was nehmen wir denn hier? Chillen, das reicht killen. Jetzt. Baby, nee, wir Baby. Müssen den Knopf drücken. Bye bye Baby. Name. Ja, Name enden wir auf jeden Fall mal. End Gabax. Ja. Ist ja kein Problem. Ich hab mal mein Aussehen geändert, Kollegas. Ich benutze. Wie seht ihr denn aus? Ich hab mich auch geändert. Mit deinen komischen Haaren da. Das sieht aus wie ein Emo. Und durch den Monsun. Ja, Gabax. Ja? Nee, so bist du jetzt gar nicht. Bist du da vorne? Bin vorne. Ja. Achtung, Monster. So. Haben wir die eben gerade schon alle getötet? Das sind neue. Gabax, sehen alle gleich guck mich mal an. Gut gemacht. Dein Hut, ne? Zeig mal. Wie siehst du denn aus? Alter. Du siehst aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Mafiosi oder wie so ein Agent. Ihr seht ja auf der Karte diese Vierecke, da müssen wir hin. Okay. Warte mal, hier oben ist noch was. Und das sammeln. Alles bitte? Plündern, liebe Leute, alles hier plündern. Ist auch noch was. Irgendwas ist in der Luft. Ja, ein Planet und... Hier ist so ein Vogel geflogen. Wind? Ein Planet. Ah. Wind. Ja, ja, Schmatz. Ich habe nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Hm, eher nicht. Ja. Wow. Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Oh. Er war ganz gut. Sieht aber schön weitläufig aus hier. Gekauft, denn ich bin reich, nur damit du es weißt. Okay, bis dann. Boah, die sind schon da vorne, ey.
Sieht geil aus, warte, ich bin auch bei dir. Alter, wenn ich nachladen drück, wirft er seine Waffe weg und die ist kaputt. Okay. Erivanu ist ein Kollege von dir. Warte, hau ihn weg. Yeah, ja, ey, wow. Aus, ja. Mhm. Die Psycho-Bros sind das. Oh, ich liebe das als Scharfschütze hier. Alter. Shit. Was? Fuck! Ich hab irgendwas gedrückt und... Gabbas hat sich verabschiedet. Das Gabbas sein Abschieden. Ja, genau. Oder das geht auch, wenn wir das machen. Nee, er muss jetzt einen abschießen und dann ist er, kann er sich selber wieder heilen. Nee, ich hab ihn geheilt. Nee, er hat also mich geheilt. Auch gut. Also wenn du mit rechts gedrückt hältst und zielst, dann schert die nicht ganz so doll aus. Boah, ich muss mich dran... Ich muss mir unbedingt merken, dass wenn ich... Boah. Hilfe. Kann ich dich... Ah, ich belebe dich wieder. Ich soll jetzt sein? Ja, wir rennen vom Viereck weg. Merkt das eigentlich? Das ist doch nicht schlimm, wir suchen alles. Oder ist das eine andere Mission, die wir annehmen? Nee. Keine Ahnung, ich laufe euch einfach nur hinterher. Ich bin diese Claptrap. Du laufst doch falsch, Gabax. Boah, ich hab Geld genommen, geil. Da steht aber verteidige Claptrap. Claptrap! Jetzt steht da, finde das Audio-Log. Ja, und hier oben zeigt es mir an, dass wir hier hoch müssen. Richtig. Wir laufen die ganze Zeit falsch, Mann. Oh, wir haben Problem. Ich hab ja ein Schild jetzt. Cool. Hauptsache, wir haben getötet. Ich hab auch Schild 90. Und 115 Leber. Level. Ich hab Love. 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 Gib mir noch Love. So. Oh, die können aber dauerhaft sprinten, ne? Das ist eine sehr geile Atmosphäre. Also mit V könnt ihr zuschlagen. Das hat der Dings gesagt, Wunschel. Hallöchen zusammen. Wie geht's denn so? Hier ist Jack. Was bedeutet das? Keiner bewegt sich. Oh Gott, die sieht ja ziemlich mitgenommen aus. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig... Hübsch, Alter. Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Boah, wir müssen wieder zurück. Warum wir immer rennen dahin? Ah! Was war das für Geräusch? Wo läuft der? Hä? Nee, wir laufen. Ich eben gerade hier runter? Nee, warum sollten, ne, da sollten wir gar nicht hin. Warum sollten wir da hin? Ja, dann lauf da alleine hin. Machen wir hier schon mal weiter. Und nee, wir müssen ja da zurück zu dem Hammerlock, du Nase. Komm, Gabax, lauf mal im Kreis. Ah. Ist doch schön, immer wieder dieselbe Strecke hier. Das ist wie Joggen morgens. Und den Baum habe ich schon 300 Mal gesehen. Aber er wird immer hübscher. Genau. Meiner Grunzt voll, vor der Wilde. Noch ein Tipp. Woher musst du dran sein? Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so du bist ja sehr lustig. In einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skate-Perlenring geschenkt. Die Perlen hat keine verursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Ich bin der König der Welt! Stell doch mal ruhig, Mann. Ich doch an. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Hm. So. Und da lang. Ach, Onkel, du bist schon auf dem Weg. Schön. Dann kann ich hier ein bisschen mal rumfummeln. Ach nee, ich hoffe, es wird ja bald mal wärmer. Was? Friert dein Tipp? Hast du ihren Kopf gesehen, wie er so... Wahnsinn! Wilhelm, töte diese Wilden. Verstanden! Wilhelm, Alter, so klingt richtig gefährlich. Umgebracht, oder? Was für ein Nein. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Okay, dann bringen sie mal dahin. Gleich kommt der wilde Willi. Nee, halt hier hin, ne? Ah, ne, Quatsch, das war falsch, oder? Ah, hier gibt's Muni. Ja, aber es sieht ja cool aus. Ja, ne? Hm? Wo sind die? Ach, da unten. So, seid ihr alle da? Bild. Ja. Dann spreche ich dann. Kauf ich mir auch mal. Okay, dann spreche ich jetzt einfach an. Ja, spreche an.
Ändere Belohnungen. Schalte Skin für das Blablabla frei. Oh. So, möchte ich das oder das? Das kann ich mal zwischen zwei Waffen wählen. Ja. Oh ja, nehme natürlich Ritterus, CMP und... Keine Ahnung, welche ich nehmen soll. Das sind beides Pistolen. Kannst du ja verkaufen. Teurere. Leute, was verteidigen. Okay, Skin freigeschaltet. Okay. So, Onkel, wollen wir jetzt ansprechen oder was wollen wir machen? Jetzt sagen, machen wir erstmal ein paar Punkte. Richtig. Genau, würde ich nämlich auch sagen. Krass. Schon wieder soweit. Dann leg los. Ja, gut, Freunde. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Schaut unbedingt bei Onkel vorbei, dem Gabax und dem Revano. Und ich verabschiede mich schon mal mit. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschüss. Ciao.